Herzlich willkommen bei Skipper 360. Mein Name ist Rudi Adelmanninger von der Seefunkschule Adelmanninger. Ich bespreche heute mit euch auf diesem Video, worauf es ankommt, wenn man wirklich in Not ist und einen Notruf absetzen muss. Grundsätzlich zuerst einmal, wann ist man berechtigt, wann sollte oder muss man einen Notruf absetzen? Das ist immer dann, wenn gravierende unmittelbare Gefahr für das Schiff, für eine Person, auch beim Mann über Bord, aber auch für ein Flugzeug, das jetzt nicht mal ins Wasser stürzt, oder auch für ein anderes Fahrzeug eintritt. Und ganz wichtig, wenn sofortige Hilfe erforderlich ist. Heutzutage hat man praktisch auf jeder Yacht ein Funkgerät mit einem DSC-Controller. Und der große Vorteil vom Absetzen eines DSC-Alerts für den Notfall ist, dass automatisch auch die Position mit übertragen wird. Dazu muss man beim Funkgerät nichts anderes machen, als wie kurz diesen Knopf drücken. Jetzt sieht man bei dem Funkgerät schön, jetzt ist die Position, die Zeit der Position, aber ideal ist es, wenn man zusätzlich auch noch eingibt, die Nature of Distress. Wir setzen jetzt einen Notruf ein, ab wo das Schiff brennt. Daher müssen wir bei diesem Funkgerät, das müsst ihr euch anschauen, es ist die Bedienung von jedem Funkgerät unterschiedlich. Bei diesem Funkgerät müssen wir kurz ins Menü hinein, dann im Menü auswählen Distress Message, Select und dann die Nature und wir wählen jetzt Feuer aus, Fire, wieder Select und jetzt drücken wir für 5 Sekunden den Distress-Knopf. Jetzt ist unser Notruf übertragen worden und wir warten jetzt auf das digitale Acknowledgement. Das heißt, wir kriegen wie ein SMS einen Alert aufs Funkgerät vom nächstgelegenen oder vom zuständigen Rescue Center. Sobald dieser Alert bei uns kommt, nehmen wir das Funkgerät in die Hand. Der Vorteil ist wenn man den DSC-Alert absetzt, das Funkgerät ist automatisch eingestellt auf Kanal 16, man braucht sich da um nichts kümmern. Und zum Funkspruch an sich ist meine Empfehlung, ich habe da jetzt so ein Distress Procedure Sheet vor mir liegen. Meine Empfehlung ist, die wichtigsten Eckdaten, den Funkspruch niederzuschreiben, weil es ist in einer Notsituation schon genug Stress und daher ist es oft schwierig, dann wirklich die nötigen Informationen an das Rescue Center weiterzugeben. Das heißt, in Wirklichkeit den Funkspruch einfach ablesen. Ich mache das jetzt einmal. Mayday, Mayday, Mayday. This is Flam, Flam, Flam. Call sign to Charlie Golf Echo 4. MMSI 2358. 99982. Mayday Flam to Charlie Golf Echo 4. MMSI 2358999982. In position 50 degrees 47.51 north 00 degrees 17.29 minutes west. Fire on board. I require immediate assistance. 8 persons on board. Abandoning to life raft. Over. Das war jetzt der Funkspruch, den ich absetze. Und jetzt warte ich auf die Antwort vom Rescue Center.